Also, liebe Menge, dies sind Antonio, Jacopo und Andrew von vom Shellfish-Team. Das ist von der UC Santa Barbara. Und sie werden euch heute etwas erzählen über mehrere Dutzende Jahre von ihrem Shellfish und von DEFCON zu einem großen Cyber, zu einer großen Cyber-Herausforderung, Cyber-Challenge-Wettbewerb. Okay, vielen Dank für die Einleitung. Okay, ich würde gerne weitermachen und erklären, wer zur Hölle wir sind. Okay, was ist Shellfish? Shellfish ist eine Gruppe von Security-Enthusiasten, die in Santa Barbara angefangen haben, vor einiger Zeit. Die Originalversion dieser Slide sagte, die Slide, es ist ein Hacking-Team und es sind jede Menge italienische Leute. Vielleicht missversteht das jemand, vielleicht sind die unglücklich. Wir haben nichts mit dem Hacking-Team zu tun. Die meisten von uns machen Forschung in Systemsicherheit. Wir sind, viele von uns sind in Forschungslaboren. Und wir publizieren diverse Papers, um das zu verbessern, was es so gibt. Aber wir spielen mit in vielen Capture the Flag Wettbewerben mit. Und wir haben sogar einige der Tools, die wir verwendet haben, veröffentlicht. Sowohl in Sicherheitsforschung als auch in Capture the Flag Szenarien. Einige von euch haben die vielleicht verwendet. Und die sind öffentlich verwendbar, zum Beispiel Anubis und Webernet, wo man eine Binary oder eine Website schicken konnte und man konnte da sehen, wie die funktioniert. Wir werden darüber in etwas mehr Detail reden und auch über das Anger-Tool, das unsere Team-Member veröffentlicht haben. Ja, um etwas mehr über uns zu erzählen, was ist Shellfish? Shellfish wurde in diesem kleinen Gebäude da hinten geboren, in UC Santa Barbara. Sehr weltbekannt als die einzige Uni, die einen eigenen Strand hat. Und hat sie den Ruf, dass es eine Partyschule ist. Und sogar eine Stewardess hat mir das gesagt. Aber glaubt uns, es ist eine gute Forschung. Und die hat viele Nobelpreiswinner, Sieger sind dabei, aber keine von uns sind bei uns. Das Shellfish hat sich expandiert und in anderen Unis jetzt auch, zum Beispiel in Boston, die Sonne sehen und Eurocom in Frankreich, in Europa. Wie ihr seht, sind wir ziemlich international. Die meisten von uns sind ursprünglich aus Europa, aber viele von Staaten, viele coole Leute aus Asien, einer aus Brasilien, aus Senegal, aber leider niemand aus Ozeanien. Bitte, wenn ihr möchtet, wir sind sehr daran interessiert, Leute da zu rekrutieren. Unser Team spielt CTF, wie gesagt, also Capture the Flag. Ich bin mir sicher, viele von euch haben schon in solchen Wettbewerben mitgemacht. Ich gebe euch einen minimalen Hintergrund darüber. Okay, CTF ist ein Sicherheitswettbewerb. Was tust du? Es gibt eine Challenge, zum Beispiel eine Website oder ein Programm oder irgendeine Hardware oder irgendwas. Es gibt viele Variationen. Die Grundidee ist, du musst verstehen, wie das funktioniert. Finde das Geheimnis, einmal das Geheimnis stehlen und es den Organisationen geben und dann kriegt man Punkte. Tja, Shellfish hat dann bei vielen CTFs mitgemacht, zum Beispiel bei DEFCON. Wir haben sogar das Finale von DEFCON gewonnen. Niemand von uns war dabei, aber das war eine gute Erinnerung. Aber wir spielen nicht nur CTFs, sondern vielleicht kennt ihr das UCSB ICDF, ist ein Angriff- und Verteidigungs-CDF, wo man nicht nur Programme crackt, um die Geheime von anderen Leuten stehlen, sondern man muss auch sich selbst verteidigen und die eigenen Binaries patchen, sodass andere Teams nicht stehlen können, aber dass der Dienst trotzdem noch weiter funktioniert. Und Giovanni Vigne, hat den Ursprung gemacht, das war früher das Finale seiner Vorlesung, hat sich über viele Jahre entwickelt, hat angefangen, Innovationen zu kommen, jedes Jahr was Neues. Viele Jahre hat es gut funktioniert, andere Jahre nicht so gut. Naja,
Wir haben viele, viele Diskussionen gehabt, aber wir haben den Namen Chaotic Shitstorm mit vollen Namen empfangen. Wir haben, ich glaube, viel Courage und versucht, die Innovation zu bringen. Wenn ihr wisst, in den letzten Jahren gespielt habt, wisst ihr sicherlich, dass wir versucht haben, mehr Gewicht auf Verteidigung zu legen und versuchen zu sehen, was Teams machen würden, wenn ihr ihnen jede Menge alle möglichen Services gibt, würden die alle möglichen Systeme gleich verteidigen oder gleich angreifen. Und am Ende haben wir sogar volles Spieler gegen Spieler, sogar dass die Programme selber von den Spielern gemacht haben. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr euch das Grundframework ist quelloffen veröffentlicht. Wir sind gerade dabei, die neue Version zu entwickeln. Und ihr könnt euch auch unser Paper anschauen, über 10 Jahre davon, um zu erfahren, was so los ist. Okay, zurück zu warum wir hier sind. Warum solltet ihr zu uns zuhören? Wir werden euch zeigen, wie man von hier zu da kommt. Wir haben gehört, das ist ein sehr amerikanisches Slide. Ihr bist echt amerikanisch, wenn du sowas zeigst. Ich möchte euch zeigen, dass das sind alles 1 Dollar oder 5 Dollar Banknoten sind. Ist nicht so viel Geld. Um mal ehrlich zu sein, Shellfish hat ein bisschen Geld gewonnen, indem es bei der DARPA Grand Cyber Challenge mitgemacht hat. Und wir werden euch erklären, worum es da geht. Und dann werden wir etwas mehr Detail erklären, wie wir darauf auf die Idee gekommen sind, da mitzumachen. Und wir geben euch eigentlich nicht alle Komponenten sind öffentlich. Wir wollen es nicht zu einfach machen für unsere Mitstreiter. Aber wir geben euch ein paar Ideen, wie man automatisch solche Schwächen entwickeln kann. Und wir werden euch einen Live-Beispiel geben, wie man Anger verwenden kann. Anger ist ein quelloffenes Binär-Analyseprogramm. Man kann viel damit machen. Wir werden euch viel mehr als das, was wir Ihnen zeigen, das ist ein quelloffenes Framework, das ihr selber verwenden könnt. In der Tat könnt ihr, wenn ihr euch da Interesse habt, könnt ihr mit uns nach diesem Talk werden wir einen Workshop organisieren. Andrew wird das machen in Halle 13, 1-3, im ersten Stock. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr zu uns dazukommen. Wir werden euch mehr Details geben. Und schließlich werden wir euch ein paar Tipps geben, was die nächsten Schritte wohl sein werden, die Teams machen werden, um im Finale dieser Grand Challenge mitzumachen. Wie ihr seht, mögen wir Akronyme sehr gern. Also, fangen wir an mit der Grundidee. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich DARPA schon. DARPA ist eine Forschungsgemeinde, der Teil des Verteidigungsministeriums der Staaten von Amerika. Und viele von euch kennen vielleicht, was für eine Rolle die gespielt hat in der Entwicklung des Internets. Und die Mission von DARPA ist es, im gewissen Sinne die Forschung um interessanten Problemen sich zu nähern, die Forschung weiterzubringen. Und wahrscheinlich die berühmteste ist, kennt ihr vielleicht aus der Presse, ist in 2004 haben die Grand Challenge. Niemand hat es geschafft, bis jetzt geschafft, um ein Auto zu machen, das an einer bestimmten Stelle losfahren kann und vollkommen autonom von A nach B fahren kann. Ja, heutzutage hört man, dass es viele Projekte gibt, die solche Sachen verwirklichen. Aber in 2004 war es absolut nicht einfach. Um ehrlich zu sein, in 2004 hat keines der Fahrzeuge das geschafft. Gewissermaßen hat es DARPA versucht, DARPA Probleme, die niemand gelöst hat, und schreibt dann einen Wettbewerb aus und fragt die Leute, könnt ihr das schaffen? Heutzutage gibt es Gebäude, die das tun. Also hat 2014 hat DARPA sich dazu entschlossen, eine Cyber Grand Challenge zu machen. Nochmal, wieder ein totales autonomes System, automatisches Exploiten. Und was ihr da seht, ist ein Mitbewerber, ein Mitstreiter.
Also als Team hast du diesen Array von Servern, du kannst, was du möchtest, aber du musst ein bestimmtes Spiel, wir werden darüber in dem nächsten Slide spielen. Vielleicht haben wir eine Idee, was die Probleme sind, der Zustand. Die Qualifikation hat schon stattgefunden im Juni dieses Jahr. 70 Teams haben am Anfang mitgemacht und 7 Teams wurden ausgesucht als Qualifikanten nach der Qualifikationsrunde. Die Finale ist im August nächsten Jahr und wird bei DEFCON, während DEFCON stattfinden, am Tag vor der DEFCON CDF-Finale. Der Sieger wird gegen die Menschen spielen, im CDF-Finale spielen. Hoffentlich gewinnen die Menschen, sonst haben wir Probleme. Wir werden in etwas mehr Detail gehen. Wenn ihr ein Intro möchtet oder eine Einleitung, schaut euch bitte die Website an. Sehr, sehr hübsch bei cybergunchallenge.com. Was sind die Regeln? Was ist genau dieses Cybergun Challenge? Keine Verwunderung, es ist ein Angriff- und Verteidigungs-CTF. Die Art, wie man mitmacht, man kriegt nicht irgendwie ein Programm und schaut sich ein Programm an und exploitiert es, sondern man schaut noch nicht mal sich das ein Programm an und schreibt dann im Programm, dass dieses Programm explodiert, sondern du musst ein System entwickeln, dem man ein Programm gibt und das automatisch ohne Menscheneinwirkung die Schwächen findet, exploitiert und dann patcht. Hört sich einfach an? Nicht so einfach. Ist interessant. Was würdet ihr tun? Wie würdet ihr mitspielen? Das ist eine interessante Frage. Und das hat uns dazu gebracht, damit zu arbeiten. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Es ist nicht so einfach zu organisieren, diese Art von Challenge. Und im gewissen Sinne würde ich sagen, dass DARPA es ein bisschen Lob verdient hat, dass es diese Challenge ausschreibt. Wie zum Beispiel, wie beweist man, dass ein Binary ausgenutzt wurde, exploited wurde? In einem klassischen CTF hat das Binary vielleicht ein geheimes File, zum Beispiel Flag, oder es ist eine Sieg-Nachricht oder eine Loser-Nachricht und man muss die Sieg-Nachricht springen. Oder vielleicht ist ein kleiner Server, der was speichert und muss irgendwelche bestimmte geheimen Files finden oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist natürlich viel, viel, viel komplizierter. Das ist sehr kompliziert, dass ein Programm, das so eine Art Komplexität analysieren soll. Daher hat DARPA dafür eine sehr einfache Art und Weise zu definieren, was ein Exploit ist. Man hat ein Programm exploitiert, wenn man es dem Programm einen Input geben kann, das ist crashed. Zum Beispiel ein Segfault oder was ähnliches. Zum Beispiel, dass ein gutes Programm wird crashed nicht. Wenn es schaffst, das Programm zu crashen, gut, dann hast du ja einen Exploit gefunden und du kriegst Punkte. Einfach? Es ist einfach, nicht vergessen. Diese Wettbewerb hat auch eine Verteidigungskomponente. Das heißt, was meinst du, was wohl die Verteidigung ist? Vielleicht läuft das Programm bis zum Ende und wenn es nicht crasht und es keine Timeout hat, dann ist es gut. Ja, okay, das funktioniert wahrscheinlich, aber dann kann ich einfach dieses Programm geben. Und ich glaube, das ist ein, wenn du schon mal CTF gespielt hast, habt ihr schon mal den Ausdruck Superman Defense gehört. In diesen möchte man normalerweise nicht, dass es Verteidigungssysteme gibt, die immer funktionieren und wo man einfach keine Fähigkeit braucht, um die einzusetzen, die immer funktionieren und einfach alles tun. Wie verhindert man, dass diese Art von Programm verwendet wird? Einfach, man muss eine Funktionsanfrage reintun. Das heißt, die Leute, die ein Programm schreiben, müssen nicht nur den Code schreiben, sondern sie müssen eine Schwäche reintun, sondern man muss auch bestimmte ein Skript bauen, das die
das den Server kontrolliert. Zum Beispiel, wenn der Server Palindrome finden soll, müsst ihr ein Skript schreiben, das das korrekt checkt, ob der Server die Palindrome findet oder nicht. Und außerdem möchtet ihr sicher sein, dass diese Kontrollen nicht einfach gepatcht werden, sondern zum Beispiel, dass das Programm einfach zu gute Inputs annimmt, und dann wollt ihr verhindern, dass es solche Art von, dass dieses Team einfach solche einfachen Patches reintun kann. If dieser Input, dann dieser, dass dieser Output, dieser andere Input, dieser andere, sondern sonst einfach Erfolg. Es muss etwas schwieriger machen als es sonst. Das war geheim. Was könnt ihr sonst machen, um diese Superman-Verteidigung zu umgehen? Ihr könnt etwas machen, das nennt man Out-of-Band-Error-Behandlung, Fehlerbehandlung. Ihr startet ein Programm, das versucht dann zum Beispiel eine nicht zugewiesene Adresse aufzurufen. Dann gibt es im Normalfall einen Segmentation-Fault und das stürzt ab. Aber wenn man einen Signalhändler nun definiert, dann kann man alle diese Crashes halt behandeln. Und ja, Superman Defense, also ja, so heißt das jetzt, dann kann man ein Programm ja gar nicht abstürzen. Und ja, die Lösung, die sie dazu gemacht haben, sagen, es darf keine einfache Out-of-Band-Fehlerbehandlung gemacht werden. Viele von euch können wahrscheinlich irgendwelche Emulatoren wie MAME für Konsolen. Was hängt mich jetzt denn davon ab, eine Art Interpreter zu schreiben, so dass ich meine Instruktionen in meine kleine VM, also virtuelle Maschine, schmeißen kann oder in MAME VirtualBox, und jedes Mal, wenn ich feststelle, dass die CPU einen Fehler feststellen würde, zum Beispiel eben Segmentation Fault, also dass die CPU das anzeigen würde, Division durch Null und so weiter, dann gebe ich einfach Null zurück. Wie könnt ihr mich jetzt daran hindern, dass ich sowas mache? Das ist nicht so einfach, wie es klingt, und DARPA hat da eine sehr elegante Lösung gefunden, nämlich gar nicht. Das ist erlaubt, aber man muss dafür bezahlen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch eine ganze Plattform schreiben, die das Binärfile übersetzt. Aber ja, eines der Teams hat so etwas Ähnliches gemacht. Wir haben nicht alle ganzen Details, aber sie haben ein LLVM-ähnliches Ding gebaut. Und das ist eigentlich ein guter Weg, aber ihr habt dann halt ein Risiko, dass ihr müsst sehr gut einschätzen müssen, wie viel kostet euch jetzt diese Verteidigung, wenn es zum Beispiel zu viel Speicherverbrauch oder zu viel CPU-Rechenleistung, dann verliert ihr halt Punkte, weil es zu viel Rechenleistung oder zu viel Speicher braucht. Ein paar weitere Ideen von diesem Wettbewerb. Natürlich wollt ihr einen Wettbewerb, der realistischen Programmen funktioniert. Ihr möchtet Programme, die mehr oder weniger etwas machen können, was auch eure Laptops können. Also nicht nur ein Hello World-Programm. Aber es soll nicht extra kompliziert werden. Es ist halt nicht so genau definiert, aber das, was die Teams, die Vorteile der Teams sind, also die Teams haben nur eine begrenzte Zeit, und es lohnt sich halt nicht, also man will nicht, dass ein Team halt das ganze Ding noch modelliert und das ganze Filesystem modelliert und so weiter, ein ganzes API und so weiter. Und dann hat auch da DARPA wieder einen guten Kompromiss gefunden, dass
Ja, die Architektur, die benutzt wird, ist ein normaler Intel x86. Alle Benutzerland, also User Space Operationen sind erlaubt. Und ja, auch dieses, also man kann auch disassemblen und so weiter. Aber das Betriebssystem ist ein limitiertes Linux, Unix-ähnliches System. Man hat nur ein paar grundsätzliche Systemaufrufe, also Transmit, also verschicke, empfange etwas, alloziere Speicher und so weiter, Zufall und so weiter, warte, ja, in eine Art reserviere Speicher und gebe ihn wieder zurück. Und so könnt ihr zum Beispiel halt auch in dieser Architektur einen eigenen Compiler oder ausführbaren Code in euer eigenes, in euren Speicher schreiben, zum Beispiel einen eigenen Compiler. Aber es ist vereinfacht im Vergleich zu einem Real World, also echten Welt Linux-Programm. Es gibt zum Beispiel keine Signale, kein Shared, keinen geteilten Speicher, keine Threads. Und DARPA hat diesen, bringt eine Verteidigung selber mit, haben sie halt weitergetrieben, etwas weiter, als man das im Normalfall machen kann. Also es hat kein ASLR, also Layout Randomization, der Stack ist ausführbar und ihr müsst selber mit eurem Programm dafür sorgen, dass, ja, dass es nicht Böses macht. Und wir hatten auch selber ein paar nicht triviale Entscheidungen zu treffen in unserem Team, was wir nun machen müssen. Ich gebe das Mikrofon nun weiter an meinen Kollegen Antonia, der auch über das Cyber Reasoning System informiert. Also ich erzähle euch das CRS, Cyber Reasoning System. Was ist das? Das ist die Art und Weise, wie die DARPA definiert, wie das System funktionieren soll, das sie selber entwickelt. Wie Jakob schon gesagt hat, die Eingabe ist eine Liste von Binärdateien und für diese muss dann eine Schwachstelle oder eine Ausnutzung, also ein Exploit gefunden werden, sodass das dass das Programm abstürzt. Und dann muss es das patchen, damit es immun wird, aber immer noch die gleiche Funktionalität hat. Im Detail sieht das System folgendermaßen aus. Wir haben das verwundbare Programm, Binary, das wird halt gefüttert in dieses Automatic Vulnerability Finding, das halt selbst versucht, Verwundbarkeiten zu finden. Und die Exploits, die das dann findet, das geht das in ein automatisches Patching-System, eine automatische Patch-Komponente, die dann Patches vorschlägt. Und einige Patch-Strategien müssen halt zuerst einen Exploit haben, bevor man einen Patch erstellen kann. Und das muss halt teilweise sehr spezifisch sein. Und der vorgeschlagene Patch und der vorgeschlagene Exploit werden dann mit einer anderen Komponente getestet, mit diesem Automatic Testing. Und das testet dann, ja, hat es immer noch die gleiche Funktionalität, crasht es tatsächlich und so weiter. Und die besten Exploits und die besten Patches werden dann veröffentlicht an die DARPA für die Evaluation. So sieht das, das ist die Grundidee des Systems. Das nächste ist das Automated Vulnerability Discovery, also Verwundbarkeitsdetektion quasi in Deutsch. Die Frage ist, wie kann ich dieses Programm, dieses Binary zum Absturz bringen? Zum Beispiel indem man ihm eine bestimmte Eingabe gibt, das ist die Frage, die es zu beantworten gibt. Die Frage ist ein Subset einer noch größeren, schwierigeren Frage. Wie erreicht man einen bestimmten Zustand innerhalb dieser Binärdatei?
Das ist ein sehr interessantes Problem im allgemeinen Fall. Es gibt ein paar Herangehensweisen, die dieses Problem lösen können in vielen Fällen. Also es gibt diese zwei Herangehensweisen, die wir benutzen. Das eine ist Fuzzing und das andere ist Symbolic Execution. Für uns sind diese zwei Herangehensweisen, ja, die erzähle ich jetzt mehr darüber. So. Zuerst zum Fuzzing, also dynamische Analyse oder Fuzzing. Die Frage ist, wie komme ich zu einem bestimmten Zustand innerhalb dieses Programms? Ihr seht den Code, den ich auf der Folie habe. Es ist ein sehr einfaches Programm, das eine Eingabe kriegt. Das schreibt sie dann in eine Variable, macht zwei verschiedene Überprüfungen und sagt dann entweder du gewinnst oder du verlierst. You win, you lose. Und die Frage ist nun, welche Eingabe müssen wir jetzt dann nur geben, um den You Win-Zustand zu erreichen? Möglichkeit 1, man versucht einfach ganz viele verschiedene Eingaben. Also man versucht mal 1, dann 2 und so weiter, bis und mit 10. Und aber erst beim 10. erreicht man dann halt den Zustand, den man erreichen will. Also Fuzzing ist im Grunde genommen, so verschiedene Inputs einfach auszuprobieren. Und für die CGC haben wir jetzt eben Fuzzing benutzt. Und die Methode, die wir benutzen, heißt Coverage Guided Fuzzing. Und das heißt, das Programm wurde in einer Umgebung ausgeführt, welche das, aufgezeichnet hat, wie viel Eingaben man braucht, um das ganze Binary ja quasi zu traversieren. Und diese alle Eingaben, die mehr dazu beigebracht haben, die hat es sich dann gemerkt. Und das Ganze basiert auf AFL. Da ist der Link. Das System war recht effektiv, aber es gibt auch ein paar spezifische Fälle, wo das System nicht funktioniert oder nicht effizient funktioniert. Zum Beispiel habt ihr nochmals denselben Code wie vorher, aber es gibt einen Unterschied in der zweiten Überprüfung. Jetzt ist nicht mehr x, sondern x Quadrat muss halt diese große Konstante sein. Das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass ihr das einfach so findet, indem man verschiedene Eingaben ausprobiert, durch Glück. Als mögliche Lösung kann man jetzt eben symbolische Ausführung versuchen. Also suchen wir nochmal das Originalbeispiel. Die Grundidee ist, dass man das Binärfile interpretiert und alle Benutzereingaben mit symbolischen Werten ersetzt. Also das X kennen wir zum Beispiel nicht, darum merken wir uns, das ist jetzt ein Input, das ist das erste Symbol und die Symbolic Engine muss dann halt sich darum kümmern, was dieses X nun macht im aktuellen Stand. Dann wird das Programm normal ausgeführt und sobald wir an eine Stelle treffen, wo dieses X relevant wird, dann wissen wir halt nicht, was genau passieren wird, sondern ist es größer oder kleiner, das ist if oder else. Und darum nehmen wir einfach beide Wege, den if und den else Weg und können so weiter herausfinden, auf welchem Weg das Programm weitergeht. Wenn wir jetzt das erste nehmen, dann muss halt x größer gleich 10 sein und beim anderen nicht. Dann gibt es halt diesen Baum mit quasi zwei verschiedenen Ausführungsständen. Und jetzt habt ihr eine zweite Instruktion, wo es auseinandergehen kann. Und eine zweite Bedingung. Und da haben wir eine weitere Bedingung, dass x halt kleiner sein muss als 100. Und am anderen Ort haben wir etwas, das sagt, x muss größer als gleich 100 sein. Und darum haben wir das Ganze schon gefunden. Und
jetzt haben wir also den Text-Juwin gefunden. Und jetzt können wir die Symbolic Execution an den fragen, was ist jetzt das konkreter? Sie soll uns etwas, einen konkreten Wert geben, der zum Beispiel beide Werte erfüllt, zum Beispiel 99. Und wenn ihr 99 als Eingabe gebt, dann würde das funktionieren. Und bei etwas komplizierten Dingen, dann muss die Engine halt einfach mehr Symbole sich merken und mehr Wege nehmen. Also wir verwenden diese Symbolic Execution für diese Challenge, insbesondere um genau zu sein, die Symbolic Execution in der von Anger, diese binäre Plattform, die von USENS University St. Barbara entwickelt wurde. Und insbesondere haben wir uns auf zwei Bedingungen konzentriert. Erstens Memory-Zugriff außerhalb von allozierten Versionen und andererseits nicht bedingte Instruktionen, zum Beispiel ein Pointer, der irgendwo hin zu einem Register geht, aber der Wert des Registers kommt von einem Nutzer. Das heißt, die Symbolic Engine weiß nicht, wo es losgeht, wohin. Warum haben wir danach geschaut? Weil, wenn ihr entweder die eine oder die andere findet, dann habt ihr einen Zustand gefunden, wo das Programm crashen kann. Entweder, weil man es schafft, dass das Programm eine nicht allozierte Memory finden kann, oder man kann an einen nicht existierenden Code springen. Die generelle Idee ist, für die Finale haben wir die folgende Idee, um die beiden Zustände zu kombinieren. Um genau zu sein, gibt es ein Paper, das folgende Paper, das auf der Konferenz, das in Februar präsentiert werden wird, um eine Vorschau auf die Resultate zu geben. If das ist die ganze binäre Programm ist, ungefähr skaliert, dies sind die Binaries, wo wir ein Exploit mit Fuzzing finden können. Das ist die Anzahl von Binaries, wo wir mit Symbolic Execution ein Exploit finden können. Um die zu wenn wir die beiden kombinieren, finden wir noch mehr Binaries, wo es Schwächen gibt. Aber der große Kreis ist die zweite Anzahl von Binaries. Ich schlage vor, ihr lest euch das Paper durch, sobald es publiziert wird. Okay, jetzt wird Andrew Anger einführen und es gibt eine Live-Demo. Hallo, ihr könnt mich hören. Super. Ich werde euch über Anger was erzählen. Ich bin der Erzürnte. Anger ist eine Python-Bibliothek, ihr könnt es verwenden und es analysiert die Binaries und tut all die Sachen, von denen Antonio gerade gesprochen hat. Und noch mehr, es ist quelloffen, weil wir daran glauben, weil wir an die Sachen glauben. Und es ist übrigens, kommt daher, weil von aus einem Doktoranden getan war, der sich Filme anschauen wollte, und daraus ist es entstanden, und sich diversen Binaries anzuschauen. Und es hat diese Multiplattform-Geschichte kommt von Anfang an, ist wie gesagt in Python geschrieben, weil wir Forscher sind, wir uns schnell bewegen und Sachen kaputt machen, weil wir nicht so Zeit haben, in Camel oder C++ zu programmieren, weil wir nicht Zeit haben. Und warum? Und dank der Magie von Linux und des Python Package Indexes könnt ihr das in ein oder zwei Kommandos holen. Okay, was ich jetzt hier tun werde, werde ich eine Demo machen mit Anger, um automatisch Schwächen zu finden. Der automatische Teil, ich werde euch zeigen. Okay, ich werde euch zeigen, wie man die Grub Back to 28 Schwäche finden kann. Wie ihr vielleicht gehört habt, es ging um eine Schwäche in dem Grand Unified Bootloader in Version 1 bis 1.2. Wenn du die Rückgabe-Taste 28 Mal drückt, bei der Passworteingabe, kriegt man eine Rescue Shell. Das ist eine sehr interessante Schwäche. Denn ist dank eines nicht kontrollierten Integer-Underflow bei der Funktion, die den Nutzernamen und Passwort callen. Wie ihr sehen könnt, kopiert von der Erklärung der Schwäche gefunden.
Und das ist genau die Schwachstelle. Genau die Stelle, die den Index verringert, des Input Buffers. Okay. Später in der Funktion löscht die Funktion die Teile des Buffers, die nicht verwendet wurden, mit diesem Memset. Das Problem ist, dass man die momentane Länge negativ machen kann. Auf einmal versucht es ein Memset andere Teile des Stacks. Auf einmal zum Beispiel die Rückkehradresse. Auf einmal, wenn es zum Beispiel auf 0 stellt, crasht das Programm. Aber das ist in x86 sehr niedriges Niveau. Wie geht das? Wie kann man die Schwäche ausnutzen? Wie geht das? Das können wir nicht darüber reden, aber listet euch gerne durch. Okay, um das automatisch zu finden, ist sehr schwierig. Da, wie ihr sehen könnt, das ist der Kontrollflow dieser Funktion. Wie ihr sehen könnt, ist eine riesen Schleife und mit vielen, vielen Faden. Wenn ihr einen symbolischen Executor nehmt und da reinschmeißt, dann wird das Universe sterben, bevor hier irgendwas dann transportiert. Das ist zu viel komischen Zustand. Es gibt, wenn ihr einmal die Schleife gibt, es 10 Kinderzustände und dann wieder in die Schleife und nochmal 10 Kinder und dann habt ihr ein exponentielles Wachstum von Zuständen und ihr Computer läuft wahrscheinlich der Eiweißspeicher aus. Gibt's? Ich werde euch hier mal den dummen Ansatz, den sogenannten Grub-Naive-Script. Ihr werdet einfach das naiv verwenden. Hier, wie ihr seht, das meiste davon ist einfach den Grub-Zustand aufbauen, weil wir in der Wirklichkeit nicht Grub von Anfang an das tun können. Deswegen starten wir Grub einfach in der Mitte. Das kann einer tun. Ihr könnt ihren Zustand aufbauen. Durch das ist, wie ihr sehen könnt, es macht eine Tabula Rasa und damit könnt ihr dann symbolisch einen Zustand ausführen, so symbolisch, wie ihr halt möchtet. Und dann einfach, es schreitet durch den dadurch, bis es etwas findet, was auf Null springt. Wie ihr sehen werdet, habe ich es auch so aufgestellt, dass es bei jedem Schritt den eigenen Zustand ausdruckt. Wie ihr sehen könnt, wie er sehr schnell viel, viel, viel Zustand ausführt. Wie ihr seht, wird die aktive Nummer größer und größer und das Programm wird langsamer und langsamer. Wenn ihr euch die Speichernutzung anschaut, wird es irgendwann den ganzen Speicher ausnutzen. Okay, die generelle Lösung dafür versucht es mit einer Technik, sogenannte Wertesting, aus der Carnegie Mellon Universität, ein Paper. Benutzt diese Methode und ich habe es versucht, aber es funktioniert nicht, weil es einfach zu viel Komplexität, dass der Constraint-Löser, der Bedingungslöser das tun kann, ist ein Seitenthema. Aber Anger kann dieses Problem lösen, kann dieses Problem für euch lösen, weil symbolische Ausführung ist zwar stark, sehr kraftvoll ist, mächtig ist, aber sehr dumm ist, weil es viel Zeit darauf verwendet, Sachen auszurechnen, die man nicht ausrechnen muss. Und ihr seid sehr clever und ihr wisst, wie man clever den Zustand tun könnt, aber ihr könnt das nicht mit der gleichen Position und Sorgfalt wie ein symbolischer Ausführer tun. Die Lösung ist Anger. Anger gibt euch die Schnittstelle, um eure Wut zu kanalisieren. Was ihr tun könnt, was ich letztens auch gemacht habe, könnt ihr per Hand alles das anschauen, was extra ist und sich anschauen, was Anger nicht tut, was unnütz ist. Und ihr könnt sehen, dass das jede Menge Sachen tut, die ihr gar nicht braucht, die ihr nie tun würde. Zum Beispiel viele, viele, viele Buchstaben einfügen, dann wieder löschen oder den Home-Knopf drücken.
Und was ihr tun könnt, könnt ihr einfach Anger sagen, tut einfach die Sache nicht zu tun. Und mit die Macht von Anger ist, es ist mit sinnvollen Schnittstellen tun. Wenn ihr mein vorheriges Beispiel nehmen könnt und mit 10 weiteren Codezeilen findet es den Bug. Wenn ihr jetzt GrubBug mal ein und es druckt den gleichen Zustand und wie jetzt findet es jede Menge Zustände, die es nicht ausfüllen. Und jetzt ist die Ausrechnung, ja, ist sehr einfach und es findet den crashenden Input. Der da wäre 28 Mal die Rücknahmetaste drücken und Enter drücken. Das ist die Demo und ein paar weitere Kommentare. Wenn ihr euch den Crypt anschaut, seht ihr am Anfang, es lädt das Grub Binary aus meinem Linux. Ich habe mein System nicht abgedatet, also bitte nicht hacken. Was ich früher gemacht habe, habe ich versucht, die 64-Bit-Version auszunutzen, weil das 64-Bit-Version nicht aufgrund diversen Gründen nicht funktioniert. Das wusste ich nicht, bevor ich den ganzen Export geschrieben habe und gefunden habe, dass es gar nicht funktioniert. Nachdem ich das Analyse gemacht habe, also habe ich einfach auf die 32-Bit-Version umgeschaltet. Und das Einzige, was ich tun musste im Eingeschrieben, ist die Word-Größe zu tun und die Adresse des Programms. Eingeschrieben ist sehr flexibel. Es kann diese ganzen, alle möglichen Sachen behandeln, zum Beispiel Binary Blobs, also PE, Executable, Maybe, Marco, Files und ich weiß nicht. Ich meine, das ist eine sehr gute, hat nicht so viel mit dem Vorher zu tun. Ich meine, dass das der Grund ist, warum die Cyber Channel so schwierig ist. Der geheime Trick in dieser ganzen Geschichte, darüber dürfen wir nicht reden, weil mein Professor mir das verboten hat, aber ich möchte nochmal unterstreichen, wie nutzerfreundlich Anger ist, weil so wie ihr das verwenden könnt, wir werden es als automatisiertes System, was mit vielen schwierigen Algorithmen zu tun hat, aber das war alles, worüber ich reden kann, das zurück zu dem anderen, um das Ende zu reden. So, dann danke zu etwas weniger Technischem. Wir haben die Qualifikation gespielt von dem CGC und waren in den 7 Besten. Wir haben 44 Binaries ausgenutzt und jedes der qualifizierenden Teams hat $750,000 gekriegt, was eigentlich ziemlich cool ist. Applaus im Saal. Okay. Für das Finale war das Setup etwas anders. Also einige Dinge werden anders sein. Die Finale werden rundenbasiert sein. Also für die Qualifikation hatten wir einfach alle Binaries und dann konnten wir 24 Stunden lang automatisch finden und das angeben, was wir gefunden haben. Und hier haben wir jetzt eben ein rundenbasiertes Spiel. Bei jeder Runde kriegen wir neue Binaries und müssen halt neue Patches einreichen, um uns zu qualifizieren. Wahrscheinlich wird es keine Möglichkeit geben, dass man als Mensch darin eingreifen kann. Aber ja, während der Qualifikationsphase war es zumindest möglich, ein paar Bugs zu lösen wieder. Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, auch während den finalen Fehler zu finden und zu reparieren, ein Bugfixes. Also zum Beispiel, wenn ihr ja halt irgendwo ein Semikolon vergessen habt, dann ist alle eure Arbeit ja für die Katz. Und ja, für die große Herausforderung sollten sie halt irgendwie schauen, dass das nicht passiert. Und ja. Andererseits muss es halt auch fair sein gegenüber allen Teams und so weiter. Der Vorteil ist, dass die vorderen Runden kennen wir ja, die sind schon verfügbar.
und wir kennen vom System auch schon die Dateiformate und so weiter. Und so können wir uns darauf vorbereiten. Und wir haben auch analysiert den Traffic von anderen Teams, den wir analysieren können. Und wir können auch Patches von anderen Teams also können wir anschauen. Und ja, all diese Szenarien sind sehr interessant, weil vielleicht kann man auch einen Patch von einem anderen Team oder Exploits von einem anderen Team stehlen. Also es ist vielleicht auch etwas Meta-Spielen oder Meta-Wettbewerb, wie man das Ganze patchen will und kann. Ja, man kann zum Beispiel einen Patch einfach stehlen, aber warten, bis man ihn dann einfügt in die... Ja, wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen wollen. Also die Exploits werden auch anders sein. In der Qualifikation war ein Exploit einfach eine Eingabe, die das Programm zum Absturz bringt. Für das Final gibt es zwei verschiedene Typen von Exploits. Typ 1 ist ein Exploit, der ist ein Code, ein Stück Code, das einen spezifischen Ort und spezifische Register kriegt. Und wenn es dann so an diesem speziellen Ort das Binärfile zum Absturz kriegt und das Register auf einen bestimmten Wert setzt, dann habt ihr es halt ausgenutzt. Also dann ist das Binary unter eurer Kontrolle. Oder eine andere Art ist, der zweite Typ ist, dass man halt Daten zeigen muss, die im also von der spezifischen Speicherseite waren. Dafür brauchen wir etwas realistischere Exploit-Generation und wir arbeiten noch an Anger, damit es solche Dinge automatisch ausnutzen kann, automatischen Rob-Chain-Builder. Man kann auch Netzwerk-Level-Filterregeln auslegen, also anwenden und zum Beispiel Regeln vorgeben, dass bestimmter Traffic euer System gar nicht erreicht. Aber das müsst ihr das natürlich so machen, dass ihr den eigenen Dienst nicht damit behindert. Also eine ganz neue Art von Herausforderung. Das ist das System. Ihr seht die Specs auf der Folie. Und auf dieses System können wir jetzt per SSH drauf zugreifen. Am Finale werden 7 davon herumstehen, für jedes Team eines. Und wahrscheinlich werden sie auch einen 0,5-Megawatt-Generator mitbringen, um das ganze Ding zu betreiben und zu kühlen. Und das Erste, was wir machten, ist, wir haben mal Hotstop ausgeführt auf dem Ding, also Hotstop. Und wenn man jetzt Hardtop auf all diesen gleichzeitig ausführen würde, dann sähe das voll irgendwie so aus. Ja, es ist ein großer Screenshot von sehr vielen CPUs. Also das Finale ist im August 2016 an der DEFCON in Las Vegas. Der erste Preis ist 2 Millionen, der zweite 1 Million und der dritte 750.000. Und wie Jakob schon gesagt hat, das Gewinnerteam wird dann antreten gegen ein Team aus Menschen an den DEFCON CTF, also Capture the Flag Finalen. Und da haben wir noch mehr Rechenleistung und irgendwie um 1 Terabyte RAM zur Verfügung. Und wegen all... Ja, all das ist halt nächstes Jahr. Alle Binärdateien müssen diesem CGC-Format folgen, damit die Systeme automatisiert gegeneinander antreten können. Ja, am Schluss seht ihr noch ein Bild aller Personen, die irgendetwas dazu beigetragen haben, dass wir jetzt im Finale sind. Ihr seht auch meine Photoshop-Kenntnisse, sind sehr gut. Es hat auch noch zwei mehr Mitglieder, die vor kurzem erst angefangen haben. Wie ihr auch seht, sind wir aus verschiedensten Ländern der Erde. Italien hat viele dabei, aber auch ein paar Leute aus den Vereinigten Staaten. Und
Nach diesem Vortrag wird es in Halle 13 einen Workshop geben. Bringt eure Laptops mit und da auf der Karte seht ihr, wo der Raum ist. Also am besten, ihr folgt uns einfach. Das ist das Einfachste. Ja, also es ist auch einfach angeschrieben. Ihr könnt einfach den Wegweisern folgen oder auf die Karte schauen. Und wir haben ein paar einfache Beispiele mitgebracht, damit ihr auch selber ein bisschen damit rumspielen könnt und sehr wahrscheinlich auch schon etwas finden werdet. So, auf der letzten Folie findet ihr noch ein paar Referenzen, wo, falls es euch interessiert, wo ihr weiterlesen könnt. Also das CGC zum Beispiel, der Cyber Grand Challenge, große Cyber Challenge, DARPA-Präsentation und so weiter, unsere eigenen E-Mail-Adressen. Thank you very much. That's your thing. You can leave if you absolutely need to. Also bitte leise sein und nur hinten rausgehen. Also bitte leise. Ihr braucht eure Stimmen nicht, um das Zimmer zu verlassen, sodass Leute, die fragen möchten, fragen können. Okay, hier ist ein bisschen Chaos. Wir warten ein paar Sekunden, bis sich das klärt. Okay, nur zur Information. Wie viele Fragen aus dem Internet? Okay, verstanden. Okay. Um nicht weiter Zeit zu verplempern, fangen wir einfach an. Also bitte. Frage von vorne rechts, bitte. Hallo, ich bin von einem der anderen Teams, die früher bei DEFCON mitgemacht haben. Meine Frage ist, früher war es schwierig, Gelder zu bekommen für solche Forschung, zumindest wenn du CDF machst. Warum hat DARPA so viel Geld in diese Sache reingetan? Was glaubt ihr, was die Motivationen sind? Haben wir darauf eine Antwort? Also einerseits kann man zum Beispiel sagen, dass die Gesamtsituation etwas sich entwickelt hat in der Zwischenzeit. Und das AFL hat sicher gezeigt, dass man halt viele Bugs einfach automatisiert finden kann, wenn man den wenn du Konferenzen etwas verfolgst, dann siehst du, dass da sehr viele Fortschritte gemacht wurden in letzter Zeit. Und wahrscheinlich dachte DARPA, ja, das ist jetzt an der Zeit, dass man das machen kann. Okay, also bitte aus dem Internet die Frage. Okay, aus dem Internet. Was für eine Antwort habt ihr bekommen, als ihr die Freedom Information Anfrage gestellt? Bitte nochmal. Und in den letzten Slides war irgendwas über eine Freedom of Information Anfrage. Und die Internet wüsste gerne, ob ihr dazu eine Antwort erhalten habt. Eine Freedom of Information Request? Hä? Das ist die Frage des Internets. Also, wir denken, dass das Internet falsch ist. Was ich sagen kann, ist, nach dem Wettbewerb werden wir wohl den meisten, wenn nicht ganz, sogar allen Code hinausgeben. Aber ja, ich verstehe die Frage leider nicht. Und alle Binaries, die übermittelt oder ja abgegeben wurden, eingereicht für den Wettbewerb und alle Exploits und so weiter, die sind alle verfügbar auf der DARPA-Website. Also wenn ihr verstehen wollt, was die Teams gemacht haben, dann könnt ihr diese Binaries halt herunterladen, reverse-engineeren und dann seht ihr, was die Teams gemacht haben. Viel mehr kann ich nicht dazu sagen. DARPA, also der größte Teil des DARPA-Codes ist auch öffentlich zugänglich. Also wenn es euch interessiert, dann könnt ihr im Moment einen guten Überblick
euch verschaffen. Und nach dem Finale wird das dann wahrscheinlich noch viel, viel besser, weil halt relativ viele Informationen dann halt bis dann noch nicht veröffentlicht werden sollte, sondern erst dann. Okay, auf meiner Rechten gibt es eine Frage. Nee, keine Frage. Doch. Hast du eine Frage? Nein, nein. Nein, die Leute stehen einfach. Gibt es noch eine Frage aus dem Internet? Nein, keine Frage aus dem Internet. Dann wäre das der perfekte Zeitpunkt. Oh, halt, halt, halt. Eine letzte Frage. Meint ihr, dass 2 Millionen ein fairer Preis ist für automatische Exploitfindung? Ja, denkst du, dass wir mehr oder weniger tun sollten? Es ist sehr schwierig, also ja, grundsätzlich. Es ist nämlich sehr schwierig und es braucht sehr viel Zeit. Also wir haben noch andere Projekte und andere Forschungsarbeiten. Es ist sehr schwierig, ein sehr schwieriges Programm. Es ist nicht einfach nur so ein Schritt und dann hat man das, sondern... Ja, man muss sehr viel. Ich gebe Ihnen ein Tool, mit dem man mit einer Verbesserung fast jedes Binary mit nur 2 Millionen gibt. Well. Nun ja. Falls jemand in diesem Raum mit der DARPA darüber reden möchte, dass man den großen Preis etwas erhöht, dann hätte ich da natürlich nichts dagegen. Aber im Moment sind auch die 750.000 helfen uns für die nächsten 20 Jahre genügend Pizza und Reisekosten zu decken. Okay, damit haben wir es. Vielen Dank an Tokyo Nakabo und vielen für den Talk und geht.